Hi, ich bin Caillou. Heute gehe ich zum Arzt. Lass uns zusammen schauen, wie groß und wie schwer ich bin und wie gut ich sehen kann. Lass uns mit tollen Geräten wie dem Stethoskop spielen und eine Menge Spaß haben. Bist du bereit? Dann geht's los. Lass uns weitermachen. Zuerst einmal schauen, wie viel ich gewachsen bin. Wow! Bin ich vielleicht groß geworden seit letztem Jahr? Jetzt lass uns mich wiegen. Gut gemacht. Die Ärztin möchte, dass ich meinen Mund aufmache, damit sie hineinschauen kann. Genau so. Jetzt sag, Lass uns weitermachen. Bewege den Stift zu jedem Ziel, um meine Augen zu untersuchen. Großartig. Noch 8 übrig. Fantastisch! Nur noch 7 Mal. Du kannst das gut. Weiter so. Noch 5 Mal. Toll. Noch 4 übrig. Fast geschafft. Nur noch 3. Noch 2 Mal. Nur noch 1 übrig. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schauen, ob ich die Buchstaben lesen kann. T. Geschafft! Manche Menschen brauchen eine Brille, damit sie besser sehen können. Jetzt müssen wir mit dem Thermometer meine Körpertemperatur messen. Ich muss das Thermometer unter meine Zunge halten, bis es fertig ist. Das Thermometer misst die Temperatur in meinem Körper. Ist sie zu hoch, bedeutet das, dass ich Fieber habe. Jetzt ist es Zeit, meine Ohren zu untersuchen. Das ist mein Trommelfell. Mein Trommelfell hilft mir beim Hören. Lass uns ein paar Geräusche machen, um mein Gehör zu untersuchen. Lass uns weitermachen. Ich habe ein Auer an meinem Ellbogen. Die Ärztin gibt mir gleich etwas Salbe darauf, damit es besser wird. Richtig so. Du bist schon halb fertig. Das ging schnell. Lass uns ein Pflaster aussuchen. Super. Der Arzt benutzt ein Stethoskop, um zu hören, was in unserem Körper geschieht. Lass uns zuhören. Das sind meine Lungen. Unsere Lungen lassen uns ein- und ausatmen und sogar sprechen und singen.
mein Magen. Wenn er knurrt, bedeutet das, dass ich hungrig bin. Das ist mein Herz. Das Herz ist ein Muskel, der das Blut durch den ganzen Körper pumpt. Das war lustig. Ärzte benutzen Stethoskope, um zu untersuchen, ob sich alles gesund anhört. Jetzt müssen wir meinen Blutdruck messen. Tippe schnell auf die Pumpe, damit die Manschette aufgepumpt wird und enger anliegt. Das hat sich komisch angefühlt. Aber so kann der Arzt feststellen, dass mein Herz das macht, was es soll. Jetzt ist es Zeit, meine Reflexe zu testen. Wenn du auf die richtige Stelle schlägst, bewegt sich mein Bein. Toll! Noch 4 übrig. Fast geschafft. Nur noch 3. Noch 2-mal. Nur noch 1 übrig. Das war lustig, aber es ist auch wichtig. Es zeigt dem Arzt, dass meine Reflexe richtig funktionieren. Die Ärztin muss mich impfen. Als erstes muss sie die Stelle reinigen. Nimm das Wattestäbchen und reibe es über mein... Mach weiter so! Du hast es fast geschafft! Jetzt ist es Zeit für die Spritze. Nimm das Wattestäbchen und reibe es über meinen Arm.